Und dann wollen wir auch gleich speichern. Entschuldigt bitte, wenn wir jetzt sehen ist, aber wir wollen gleich speichern. So. Und zurück. Was gibt's denn noch? Nee, ist nur das Tagebuch. Okay. Und verlassen. Tulin, drücke Select, um die Statusanzeige mit einer Gesamtkarte der Umgebung aufzurühren. Also Select. Aha, das ist also die. Sieht aus wie ein Kinderzeichnung. Naja. Prolog. Muss ich zum Wirtshaus? Was werde ich dort finden? Vielleicht meine Mutter? Ich sollte es versuchen. Okay, Trefferpunkte haben wir 170. Und XP 0 von 400. Ja, das ist okay. Achso, gehen wir zurück. Bisschen wie Rollenspielartig. Aha. Ach, sind wir ja schon. Da sind wir rausgekommen, nicht? Ja. Da sind wir rausgekommen. Jetzt hier rein. Zusatzhaus. Okay. Diese Stimme, sie erwähnte das Wirtshaus. Wo finde ich es im Dorf? Wer spricht da? Es kommt aus dem Gebäude, dort nördlich der Straße. Aha. Achso, nördlich ist hier oben. Karietzhaus. Diese Stimme, sie erwähnt das Wirtshaus. Wo finde ich es im Dorf? Wer spricht da? Es kommt aus dem Gebäude, dort nördlich der Straße. Also noch weiter. Ne? Ah, das wird. Was ist das? Das ist das Questhaus? Gut, ja, Dings kann ich nicht lesen. Ein Auto. Aber eben älteres Modell. Ja, hat schon in der Rüstung gesetzt. Okay, das wird das. The Bridge Rooms. Und schon haben wir es scheinbar gefunden, das Wirtshaus. Jawohl. So spät noch geöffnet. Wer ist die neue da? Nur ein junges Mädchen. Erstaunlich, dass du es hierher geschafft hast. Du bist hier, um die Toten zu treffen. Wie nett von dir. Ferries! Oder vielleicht Geister? Entschuldige bitte. Wir sind Halbwesen. Nenn mich hier Daring. Du hast deine Mutter verloren, nicht wahr? Aber nur nicht verzweifeln, wir können helfen. Mein Name ist Friesi. Ist das hier ein Traum? Ha, du bist in die Unterwelt. Ich bin Damona. Stimmt es, dass du Toten treffen kannst? Die Toten treffen? Dann bist du die Nächste, die den Mantel umlegt. Und die Tür zur Unterwelt öffnet. Der Mantel, die Unterwelt. Skerriku ist draußen. Er zeigt dir den Weg. Ja, er wartet seit Jahren auf diesen Tag. Verlassen. Gut, aber bevor wir rausgehen, gucken wir uns hier mal die. Ich heiße Jimmy Squarefoot. Hast du dich in die Unterwelt gewagt? Das ist das Land der Toten. Aber manchmal kommen auch Lebende. Da rühren die Mythen über das Ferienreich. Die Tür zur Unterwelt befindet sich genau in diesem Dorf.
eine Unterhaltung führen. Quests runterladen. Runterladen Quests. Okay. Ja, es kommt noch ein DLCs dazu. Hier können wir also die runterladen Quests dann annehmen. Dann machen wir eine Unterhaltung. Willkommen zu dieser vollendeten Nacht. Ich bin Gangona, so was wie da wird. Ach so, so was wie da wird. Wir sind Halbwesen, weder lebend noch tot. Skeriku sagt, es würde jemand kommen, wir alle haben deine Ankunft erwartet. Okay, die Quest nehme ich noch nicht an, das können wir dann später mal machen. Herrje, du bist ein Engel. Hätte nie gedacht, dass ein so junges Mädchen der Legende klappt und herkommt. Das Mädchen seiner Träume als Gerigus Leben betreten. Ja, da müssen wir da rein. So. Ich bin die Todesfee, Flizi. Eine Fairy, die den Tod beklagt. Du bist in die Unterwelt gekommen, um deine Mutter zu suchen. Wie rührend. So. Haben wir noch jemanden hier? War die komische Ratte nicht noch irgendwo gewesen? So. Nun nicht mehr. Na gut. Ach, da ist er zwar. Ah! Da ist er ja. Hey, ich bin vierter Ring. Hehehe, stehst du auf meine Klamotten? Wattenschaffen oder was? Ach, nur weiter. Aber Arsene ist nicht alles. Ich hab's auch im Köpfchen. Na los, frag mich etwas. Okay, fragen können wir nicht. So, hier, lass mal das Gebäude mal da. Mal nehme ich doch schon eine Quest an. Anscheinend gibt es noch geile Quests für dich. Da noch eine Quest. Folgende Quests sind verfügbar. Okay, das sind ja die Unterladen-Quests. Unterhaltung, Gedankenverlust 1, Reserve der Bote. Verlorene Gedanken, Traum der Sünde, Buße für Wilde, nächtliche Geräusche, Ferry vor Dota 1, schlafender Schatz, einmal die Utopie, Labyrinthlein und der Herr der Ferry. An dem können wir die aber erst, wenn wir das Spiel soweit abgeschlossen haben oder wenn wir es gesamt abgeschlossen. Zumindest den Prolog wahrscheinlich gespielt hat. Was hätte ich so lange aufgehalten, Ellen? Ich bin Skeroku. Wer? Du willst deine Mutter sehen. Dann solltest du in die Unterwelt gehen. Der Eingang führt unter das südliche Hänger. Komm schon, du wirst sehen, was ich meine. Achso, muss ich ja noch verlassen. Okay, wir sollen jetzt die Vogelscheuche folgen und das machen wir dann auch mal. Sollte ich eigentlich folgen? Na gut. Wo bin ich jetzt hin? Ach so, vielleicht können wir nochmal ansprechen. Ja. Klar. Weißt du, wo sich das Hänger befindet? Nö, natürlich nicht. Folge dem Dorffahrt einfach Richtung Süden. Okay. Aber wo komme ich hier hin? Wo ich hier lang gehe? Okay, gibt es noch Verstecke. Kiezbasis. Aha. Gehe ich da hin? Das Hänger liegt südlich. Hoffe, ich verirre mich nicht. Okay. So. Kommen wir hier rein?
Das Ecke liegt südlich. Ich hoffe, ich verirre mich nicht. Ach gut. Ja, kommt man ja jetzt nicht rein. Da holt also der Reporter. Ja, Reporter ist er ja. Der zweite Charakter, den man jetzt hier gar nicht sieht. Hat mir überhaupt den noch nicht begegnet. Gut, da hinten gehen wir nicht lang. Gehen wir jetzt südlich. Folgen den Dorf fort. Aha, jetzt sind wir da richtig. Stadtkreis. Sieht fast aus wie Stonehenge. Guck rein. Hey, du hast es geschafft. Wollen wir zu deiner Mutter? Du bringst mich zu ihr. Natürlich, ich kenne einen besonderen Ort für die Trauernde. Heute ist Samhain. Ein besonderer Gebetstag für die Toten. Begib dich unter das Hänger. Dort liegt deine Kleidung. Welche Kleidung kann ich denn zu meiner Mutter? Natürlich aber zuerst das Ritual. Leg den Mantel von Sif um. Anscheinend verwendet die Alten diesen Mantel um. Die Seelen der Unterwelt in diese Welt zu überführen. Ah ja, Skeruku ist weg. Und wir wollen mal betreten. Hui. Da kriegt man ja recht Angst. So. Ach, sind schon da. Betreten. Jo, jede Menge Türen. Oh, wer ist das? In dieser Kammer liegt ein alter Mantel für den Unterweltkampf. Die alten Priesterinnen, die den Mantel benutzten, hörten jede Nacht die Stimmen der Toten. Du hast die Macht, den Mantel umzulegen, denn dir ist der Tod sehr vertraut. Oder nicht? Warum ich? Hihihi. Vertrau mir, ich weiß es einfach. Deshalb habe ich dich hierher gebracht. Mit der Zeit hast du viele Dinge verloren. Also, suchen wir gemeinsam. Meine einzige Erinnerung an meine Mutter ist, wie sie mir aus einem Buch vorliest und der Anhänger, den sie mir als Glücksbringer gab. Ja, ja. Die dunklen Erinnerungen können blockiert sein. Aber jetzt ist alles gut. Und verlassen. Zieh den Mantel von Sid an und du kannst die Toten treffen. Der Rest, Ellen. Liegt bei dir. Aber sei vorsichtig. Sie zu finden ist nicht unbedingt eine gute Sache. Hilf mir! Warte! Lass mich los! Ich bin nicht fertig. Du musst vorsichtig sein! Dieser Kerl, er saugt dir das Leben aus, nur um dich zu ärgern. Glück für mich! Ich bin schon halb tot! Ich sage das nur noch einmal. Die Unterwelt ist ein sehr gefährlicher Ort. Wenn du dahin gehst, kehrst du vielleicht nie zurück. Ich muss zu meiner Mutter. Wenn es dazu eine Chance gibt, kann ich jeder Gefahr ins Gesicht sehen. Wahnsinn.